In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du den iPhone Blitz bei Nachricht aktivieren kannst bzw. auch bei Anrufen. Diese Funktion ist super nützlich, vor allen Dingen wenn du dein Handy auf Stumm hast und gerade keine Benachrichtigungstöne aktivieren kannst. Ich weiß, es gibt bereits einige Tutorials zu diesem Thema, aber diese Tutorials sind mittlerweile alle veraltet und deshalb habe ich mir gedacht, ich mache da mal ein neues Tutorial zu, vor allem für iPhone 11 und iPhone 12. Wir starten jetzt direkt und klicken zunächst auf die Einstellungen. Anschließend scrollst du ein kleines Stück herunter, bis du beim Punkt Bedienungshilfen angekommen bist. Da klicken wir einmal drauf. Danach musst du wieder ein kleines Stück scrollen, bis du beim Punkt Hören bist und dort den dritten Punkt Audio/Visuell auswählen. Jetzt ist der iPhone Blitz bei Nachricht etwas versteckt und zwar müssen wir nochmal hier ein bisschen nach unten scrollen. Und da siehst du auch schon den Punkt LED Blitz bei Hinweisen. Das Ganze musst du jetzt einfach einmal aktivieren. Du kannst jetzt natürlich auch den Blitz bei lautlos entweder deaktivieren bzw. aktivieren. Wir lassen das Ganze natürlich jetzt an. Und dann drehen wir jetzt einmal unser iPhone und ich schreibe mir jetzt mal mit einem zweiten Account eine Nachricht. Und jetzt konntest du feststellen, der iPhone Blitz bei Nachricht wurde aktiviert. Und wenn du den iPhone Blitz bei Nachricht oder bei Anruf wieder deaktivieren möchtest, dann gehst du natürlich wieder zurück in die Einstellungen unter Bedienungshilfen. Anschließend wieder audiovisuell, scrollst wieder ganz nach unten und dann musst du natürlich wieder den LED-Blitz bei Hinweisen deaktivieren. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann lass auf jeden Fall einen Daumen da, ansonsten abonniere gerne diesen YouTube-Kanal und aktiviere die Glocke, damit du in Zukunft keine weiteren hilfreichen Videos zum Thema iPhone mehr verpasst.